Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem YouTube-Kanal. Leute, heute gibt es eine neue Social Media News Folge. Ja, es geht mal wieder um neuen Beef auf TikTok. Was auch anderes. Nika und so eine Kuff-Dings-Gang haben Beef. Es geht um Julis Geburtstag. Aber bevor das Ganze hier losgeht, könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, Daumen nach oben geben, nette Kommentare und Kommentare von allen irgendwas schreiben. Jetzt geht's rein da. Los. Also auf Julis Geburtstag wurde Nikas Freund geküsst, auf die Wange und angetanzt. Dazu zeige ich euch jetzt einfach mal einen Ausschnitt. Also hier geht um Julis Geburtstag. Also wir sind reingekommen. Julis Mutter hat uns direkt so Bändchen gegeben. Es gab einmal ein Bändchen für Singles und eins für Vergebene. Nico und ich haben eins für Vergebene genommen. Auch sein erstes Influencer-Event. Deswegen wollte ich eigentlich einfach nur da sein für ihn und wir machen einfach alles zusammen und ich wollte ihn nicht so wirklich alleine lassen. 19 Uhr gekommen und um 0 Uhr zu Julis Geburtstag bin ich dann das erste Mal einfach von ihm weggegangen und bin in diese Crowd gegangen und dann haben wir alle gejubelt und dann war er alleine an der Bar gestanden. Während ich weg war, ein Mädchen zu Nico hingegangen, hat ihr Handy rausgeholt, hat ihn angetanzt, hat ihn auf die Wange geküsst. Was weiß ich noch, hat sie alles. Sie hat, dass Nico und ich die ganze Zeit aufeinander gesessen haben. Also sie kann es gar nicht übersehen haben, dass er eine Freundin hat. Wir haben ja nicht umsonst diese Bändchen an. Also sie hat das ja bei Nico gesehen, dass er vergeben ist. Das ging halt auch richtig, richtig schnell. Nico konnte dann nicht mal richtig reagieren, weil die hat ihn angetanzt, dann auf einmal einen Kuss auf die Wange gegeben. Die hat das alles mitgefilmt und Nico so komplett lost in dieser Influencer-Welt. Da so, ist das, was mache ich jetzt? Ist das normal hier oder? Nein. Nein, das ist nicht normal. Das ist nur normal bei Frauen, die sich an vergebene Männer ranmachen. Sie hat ein Video gepostet von Julis Geburtstag, wo sie drauf schreibt: Poff, ihr wisst, ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, auf Julis Geburtstag hat ja eine Frau Nikas Freund geküsst. Erstmal richtig asozial und ekelhafte Aktion, sowas zu machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man so das Statement dazu von Nika so zwischen Tür und Angel beim Schminken drehen muss. Also, ich finde das richtig doof. Da hätte man sich vernünftig hinsetzen müssen, eine Kamera schnappen müssen und dann drauf loslabern können. Das finde ich ein bisschen doof, dass sie da zwischen Tür und Angel so drüber geredet hat. Also, aber ich finde es richtig ekelhaft asozial, dass man da einen Vergebenen auf der Party küsst, obwohl es so Bändchen gab, Single und nicht Single. Das finde ich komplett unnötig. Aber ich kann halt Nika auch so ein bisschen verstehen, dass sie da so ein Video drüber dreht, auch wenn es vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gehört. So ein bisschen Rache gehört halt dazu, ne? Pech für die Person, die es gemacht hat. Und wenn da jetzt spekuliert wird, Pech, dann hat sie halt jetzt einen Shitstorm und Pech gehabt, wenn man sich an jemand Vergebenes ranmacht. Ja, Freunde, ich möchte aber eure Meinung gerne in den Kommentaren dazu wissen. Deswegen gerne Kommentare schreiben und eure Meinung da rein. Ja, so drei Cringe-TikToker, die Küff-Gang oder Kuh-Gang, keine Ahnung, hat sich dazu geäußert. Bisschen amüsant, aber mein Gehirn ist auch dabei ein bisschen geschrumpft. Ich habe euch das grob so zusammengefasst, weil die einfach nur Scheiße gelabert haben. So, meine Sprachfehler sind auch mal wieder ganz toll. So, ich blende es euch jetzt ein. Das Ganze geht hier um Julis Geburtstag. Erst wusste ich nicht, ob ich darüber ein Storytime machen soll, aber weil ich gerade Lust habe, andere Frauen schlecht zu reden, dachte ich mir, mache ich es einfach mal nach 3 Wochen. Es ging darum, Julis Mutter hat uns erstmal Bändchen gegeben. Nico und ich haben uns natürlich vergebene Bändchen genommen und ich war auch wie eine Mutti die ganze Zeit seiner Seite. Wie mein kleiner Hündchen, weil er darf natürlich auf einer Influencer-Party nicht alleine sein. Meine Meinung jetzt zu diesem Rotkohlkopf. Ich finde es so dreckig ekelhaft, dass man einfach eine andere Influencerin, wo du ganz genau weißt, der Name kommt raus, auch wenn du kleine Poetin den Namen nicht erwähnst. Wenn du ein Problem dort vor Ort hast, klär es doch auf dieser Party, anstatt es hier nach 2 Wochen im Internet zu posaunen, während du deine Skincare machst. Erstmal, Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr es so findet, aber ich finde so, die redet ja richtig asozial. Erstmal, bist du selber ein Rotkohlkopf, du hast selber rote Haare, damit hast du dir ein Eigentor geschossen. Zweitens, vielleicht, wenn man einen Freund hat, der nicht unbedingt Influencer ist, muss man nicht unbedingt mitnehmen. Wenn man ihn mitnimmt, dann bleibt man ein bisschen bei ihm, ist ja auch vollkommen okay. Und du beschreibst das wie ein Hündchen oder so, wie ein. Erstmal war das kein deutscher Satz, den du da auch gesagt hast. Also, keine Ahnung. Wenn man ein Video aufnimmt, dann sollte man vielleicht dann auch mal gucken, dass man keine Scheiße labert. Also, das ist ja komplett bescheuert, was du da redest. Also, einfach auch mal Klappe halten, wenn es angebracht ist. Einfach auch mal Klappe halten.
Weil diese Kuf-Gang, die ist ja richtig cringe. Ich habe mir mal ein paar Videos von der angeguckt. Also da kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch ein Video zu. Die sind ja richtig cringe. Also, so cringe war ich ja nicht mal mit 10, wo ich mit YouTube angefangen habe. Und das war cringe. Das war richtig unangenehm. Ja, Freunde, das war es leider auch hier schon wieder von mir und meinem YouTube-Video. Hier sind die letzten beiden YouTube-Videos eingeblendet. Das sind auch Social-Media-News-Folgen. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Richtig geiles Programm. So, hier oben könnt ihr gerne meinen zweiten Kanal abonnieren. Kommen auch zwischen den Short-Videos. Hier ist mein Kanal verlinkt, um ihn zu abonnieren. Könnt ihr gerne draufklicken, abonnieren, Glocke aktivieren, nette Kommentare schreiben, Daumen nach oben geben. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt. Das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag. Haut da rein und ciao.